Liebe Freunde, willkommen zurück. Ja, bei diesem Rätsel, bei diesem Kampf, sollen wir den Kel'Thulis töten. Wir waren eigentlich in der letzten Folge auch schon siegreich. Also wir haben diese Karte rausgenommen. Dann kam aber als Meldung, dass es eine Niederlage war. Ich habe nur... eine Sache ist mir aufgefallen. Und zwar die Karte hieß zu dem Zeitpunkt Kel'Thulis Krallen. Aber das Bild hatte sich geändert. Also hier praktisch die Illyrier, die hier von dem Drachen bekämpft werden, die waren auf der Karte, als wir sie unter Null gebracht haben, waren sie groß und der Drache war nicht sichtbar. Vielleicht hätten wir abwarten müssen, bis auf der Karte dann der Drache wieder groß erscheint. Und also im richtigen Moment noch abpassen. Wir werden jetzt hier nochmal sagen, neu starten, also neue Karten ziehen. So. Da haben wir auf jeden Fall den Ike. Ah, der bringt uns aber nichts, weil er nicht gegen Monster kämpft, richtig? Weiß ich auch nicht. Wir lassen Ike mal drin. Zwei Trommler ist auf jeden Fall gut. Streunerbomber. Nur bedingt. Lyrische Sensekämpfen sind gut. Ja, weil wir kennen den Gegner halt jetzt ein bisschen. aber Renardo wäre halt noch besser. Aber Ike bin ich mir nicht sicher. Aber ich nehme mal hier den Streunerbomber raus. Drei Regimentstrommler. Boah. Okay. Ich glaube. So machen wir das. Ja. Hinter mir! Zusammenbleiben! Im Kampf gegen Monster steht da. Ja. Ah, da steht halt leider jetzt als Trade nicht, dass es ein Monster ist. Das ist ein bisschen schade. Naja. Ja, das ist halt meine größte Kritik an dem Spiel. Das ist halt, das ist ein Kartenspiel. Das Wichtigste an einem Kartenspiel ist die Eindeutigkeit der Texte auf den Karten. Die eindeutige Beschreibung. Und das Spiel ist halt super gut in der Präsentation. Also die Story, aber die Karten sind halt nicht eindeutig beschrieben. Oftmals und ja. Okay, also wir spielen jetzt hier in Sensencampen aus. Diese Ernte gibt es Schwarzkittelköpfe. Hoffen wir auch schon mal. Ja, wir wissen, der kommt demnächst irgendwann auf unsere Seite und wird sich dann duellieren. Japin hat einen Drachen getötet. Es ist machbar. Ja. So, dann schieben wir hier noch ein Sensencamp daneben. Mein Geist ist willig, aber diese blöden Stiefel. Nächste Runde können wir da eine Mebis-Fähigkeit einsetzen. So, genau, der sitzt genau dazwischen. Ach, Mist. Jetzt haben wir hier... Achtung! So, dass die Sensecampen sich mit ihm duellieren sollen. Und jetzt buffen wir die. Dann sollte er ordentlich Schaden bekommen. Ike wird schon noch stärker. Jawohl. Und welche Karte schieben wir aus? Wir können hier oben zwei Blitzeinheiten bekommen. Also schieben wir erstmal Regimentstrommler. Aus. Die Armee ist kein Platz für Leute wie mich.
Sicherheit! Wir haben Verluste! Ich weiß nicht, Kälthul ist Krallen, ja. Also Ike würde ja jetzt schon reichen eigentlich. Wenn er wieder drüber geht. Wir schauen mal den Streitwagen hier aus. Ich kann nicht mehr. Mal schauen, wenn der jetzt nicht so unten rüber geht und die dann 2 Schaden kriegen, dann wäre er schon auf 8 runter. So. Flüssig Erlass, 2 Blitzeinheiten ziehen. Ah ja, eine Aberleste. Oh, noch ein Streitwagen. Wir haben jetzt 7 Karten. Ja, wir spielen den Streitwagen mal da. Ich bin hungrig wie ein Wolf. Ja, das sieht doch noch am Drachen aus. Der Wurm ist geschwächt. Das sieht doch ganz klar jetzt nach einem Drachen aus. Er wird jedem Schlag mit rasendem Zorn begegnen. Also wenn wir den jetzt in der Form umbringen, ja, wenn wir den jetzt killen, dann müsste das doch gewesen sein. Töte Kältulis. Kältulis Regeneration. Also... Der Unwürdige wird Strafe empfangen. Ja, okay. An diesem Tag starben viele Lyrier am verzehrenden Feuer oder an den scharfen Krallen des Drachen. Doch ihr Opfer war nicht vergebens. Gemeinsam mit den Zwergen konnten sie Kältulis schwer verwunden und zwingen zu fliehen. Das Gebrüll des angeschlagenen Drachen donnerte durch das Tal. Recht so, brüll, du miese Schlange. Hättest uns nicht angreifen sollen, verdammte Echse. Mewe, das ist Wawrinek, ältester der Ferengs. Meinen Gruß und mein Beileid. Oh, wärt ihr nicht gewesen, stünde hier kein Stein mehr auf dem anderen. Um ehrlich zu sein, als sie, seine Menschenkönigin, käme hilfesuchend nach Maha kam, sagte ich, dass mir eher ein Krokus aus dem Hintern wächst, als dass ich zustimme. Jetzt habe ich Angst, mir in die Hose zu sehen. Ich habe es mir überlegt. Nach dem, was ihr heute für uns getan habt, sind euch Hilfe und ewige Dankbarkeit aller Ferengs sicher. Danke. Angesichts der Bedrohung durch Nilfgaard bedeutet uns das sehr viel. Vergebt, dass ich diese rührende Verbrüderungsszene zwischen den Völkern störe, aber... Wawrinek, Dovelschiss, was ist passiert? Warum hat Kältulis angegriffen? Das weiß ich so gut wie du. Gar nicht. Er flog einfach auf und fing an, Feuer zu spucken. Im Nu brannte die halbe Stadt. Ach, verdammte Kacke! Nach 300 Jahren guter Nachbarschaft! Wir müssen an die Zukunft denken. Der Drache wird sich jetzt erholen. Wir müssen ihm den Rest geben, bevor er wieder stark ist. Also haben wir nicht viel Zeit. Er heilt schnell wie ein Alchemistenhündchen. Und die nächsten Wachen sind Meilen entfernt. Ja, deswegen dachte ich, vielleicht, Majestät. Das ist wohl ein Witz. Ich weiß, ihr seid geschafft und wollt keine Verluste mehr, aber bedenkt, dass dieses Vieh auf einem Berg von Gold und Juwelen sitzt. Der natürlich Bruva gehört, aber wenn eine kleine Summe verschwende, er würde es nicht merken. Na gut, das ändert die Gleichung natürlich. Gut, das ändert meine Berechnungen. Außerdem ist der Drache schwer verwundet. Er hat geblutet wie ein angestochenes Schwein. Er braucht nur noch den Gnadenstoß. Ach, gut. Ich werde es tun. Ich wusste, ihr versteht. Ei, Wawrinek, Wawrinek. Diese Dame macht aus deinem Hintern noch einen Krokusgarten. Ja, die Königin erweist uns große Dienste, die uns allen nützen. Also,
Wo ist Keltulis Lager? Nördlich, in einer Höhle. Ihr könnt sie nicht verfehlen. Mewe verabschiedete sich von Vavrinec und brach auf. Ob sie den Drachenschatz fand? Psst, wir wollen nicht vorgreifen. Ja, das meine ich halt, das ist halt super cool, halt diese Erzählpassagen, komplett vertont, mit super Sprechern. Aber dann halt bei den Basics manchmal ein bisschen merkwürdig. Ja. Also ein Kartenspiel darf halt meiner Meinung nach da keinen Spielraum für Interpretation lassen, da muss komplett eindeutig beschrieben sein. Ja. Und jetzt zum Beispiel so Trades, die müssen halt komplett aufgeführt werden. Also da darf man nicht als Spieler, sag ich mal, interpretieren müssen, ob jetzt ein Drache zwangsläufig ein Monster ist. Weil wenn da auf der einen Karte draufsteht, dass Monster angegriffen werden oder gemeint sind oder ja als Bedingung gelten, dann muss auf der anderen Karte halt auch Monster explizit als Trait draufstehen. Meiner Meinung nach. So, okay, gut, dann machen wir hier weiter. Trau keinem Reptil, sonst versenkst du dir den Hintern. Ui, okay. Ja. Wahrscheinlich müssen wir da in den Norden, um den Keltulis dann wirklich komplett, also den Gnadenstoß verpassen sozusagen. Mal hier nochmal ein bisschen Beute einsammeln. So. Da ist ein Schrein, ja. Wir haben gerade mittlere. Ah. Mittlere Moral. Ist halt die Frage. Vorher den Buff abholen, auf hohe Moral gehen. Ja, wahrscheinlich will man jetzt gegen den Drachen kämpfen. Dann werden wir dadurch keine Moral gewinnen, sondern eher Moral verlieren, nehme ich mal an. Ja. Okay, gehen wir auf hohe Moral. Dann haben wir einen kleinen Buff für den Kampf. Es wird mit Sicherheit zum Kampf kommen, ja. Keltulis Lager war wirklich nicht zu verfehlen. Schließlich war es riesig. Es musste ja ein Drache hineinpassen. Der Eingang, ein enormes schwarzes Dreieck in der Schneedecke, war weithin sichtbar. Und der Gestank besagte, dass der Drache anwesend war. Es roch nach Schwefel und Blut. Also dann, sagte Gascon. Bereit, legendäre Drachenschlechterin in Spee? Das Drachenversteck betreten. Prahle erst, wenn du heimreitest, sagte mein Vater oft. Mewe saß ab. Vor allem, wenn du auf Drachenjagd bist. Verwundet mag er sein, aber eine Feuergabe und wir sind Leichen statt Legenden. Sparen wir uns lieber alle Heldenambitionen. Die Lyrier schlichen in die Höhle. Sie gingen einzeln mit erhobenem Schild unter Beobachtung der Fledermäuse, die von der Decke hingen. Keltulis lag zusammengerollt auf einem Bett aus Gold und Edelsteinen, das er langsam rot färbte. Mewe sah, wie mühsam er den Kopf hob und wusste, dass er keine Gefahr mehr war. Soll das Schwert jetzt die Arbeit des Gifts vollenden? Krächzte das Monster. Gut, dann bitte. Keltulis drehte ihr seinen Bauch zu und wartete ruhig auf den tödlichen Hieb. Lass mal mit ihm reden. Halt! Mewe senkte das Schwert. Was denn für ein Gift? Keltulis lachte und hielt sich die blutende Seite. Sie haben also nichts gesagt. Miese Lilliputaner. Hey da, hüte deine Zunge! Schrie Gabor. Außerdem weiß ich von nichts. Keltulis bedachte die Lyrier mit einem misstrauischen Blick aus seinen Schlangenaugen und berichtete. Die Karawane, die Mewe getroffen hatte,
war mit einer besonderen Fracht unterwegs gewesen. Das Fleisch für Keltulis war diesmal in eine Giftbrühe eingelegt. Als der Drache sich vergiftet und in Schmerzen wand, waren die Ferengs gekommen und hatten sein Gelege zerstört. Wenn ich dich recht verstehe, unterbrach Maeve. Bist du weiblich? Genau, wie du. Die Augen der Lyrier richteten sich auf Gabor. Schaut nicht so. Wir haben ihm, ihr, nicht unter den Schwanz geguckt. Ich meine, warf Renard ein. Die Enthüllung von Keltulis Geschlecht ist faszinierend. Aber ich möchte lieber wissen, was die Ferengs zu so einer Schandtat getrieben hat. Nicht schwer zu erraten, sagte Maeve. Sie hatten Angst, dass der Drache mit seinen Jungen bald mehr Tribut verlangt. So haben sie vorsorglich zugeschlagen. Das ist weise und edel, schrie Ike. Das Böse muss man an der Wurzel packen. Zum Unglück der Ferengs war die Giftdosis zu gering. Der Drache, wutentbrannt beim Anblick seiner zerbrochenen Eier, nahm all seine Kraft zusammen und flog zur nächsten Stadt. Maeve sah selbst, was dann geschah. Und nun lag es an ihr zu entscheiden, wie diese Geschichte endete. Der Drache hatte Dutzende, wenn nicht Hunderte, getötet. Doch hatte ihn erst die Grausamkeit der Zwerge dazu getrieben. Verdiente er daher den Tod oder Mitleid? Ja. Also für Maeves Kriegspläne wäre es wahrscheinlich besser, den Drachen zu töten. Um bei den Zwergen Verbündete zu finden. Aber was wäre sie dann noch für eine Königin? Keltulis ist genesen und Markham verlassen. Manchmal konnte ich nicht einschätzen, welcher meiner Untertanen größere Schuld trug, sagte Maeve. Aber mir fiel es zu, ein Urteil zu sprechen. Oft ein hartes. Die Königin steckte ihr Schwert wieder weg. Ich bin hier fremd, sagte Maeve. Es sind nicht meine Untertanen. Ich muss nicht das geringere Übel wählen. Maeve, zischte Gabor. Beruf erwirrt. Sauer sein. Lass ihn. Du, Drache, schwöre mir, wenn du genesen bist, wirst du Mahakan verlassen und nie zurückkehren. Du hast mein Wort und meinen Dank. Maeve wollte bereits die Höhle verlassen, als ihr der Drache mit dem Schwanz den Weg versperrte und ihr eine Handvoll Wertsachen zu Füßen legte. Jedes Stück war so kostbar wie die lyrischen Kronjuwelen. 4000 Gold, die Leute. Die Kunde, dass Maeve den Drachen verschont hatte, dem Dutzende Zwerge zum Opfer gefallen waren, erzürnte die Bewohner von Mahakam. Ganz besonders die Ferengs. Aber als die Clans erwogen, die Lyrier vom Pass zu vertreiben, erhob der älteste Vavrinec Einspruch. Er hatte Maeve immerhin seinen unsterblichen Dank geschworen. Herrin, das ist Unrecht! Oha! Langsam, Ike. Wo liegt das Problem? Ihr habt eine Schandtat begangen. Wie das Buch sagt, wer untätig in der Gegenwart des Bösen bleibt, macht sich desselben schuldig. Wisse, dass ich niemals untätig bleiben werde. Ich kann euch und eure bösen Taten nicht aufhalten. Also muss ich gehen. Oh, das ist krass. Ike! Lebt wohl, Königin. Mögen die Götter euch gnädig sein. Tja, so ist das mit Fanatikern. Wenn man sie auf der eigenen Seite hat, sehr gut. Ansonsten nicht so gut. Dann schon ist er weg. Ja, 4000 Gold bekommen. Moral ist immer noch hervorragend. Und ja, wir müssen unser Deck anschauen. Eine Ersatzkarte reinnehmen für Ike. Oder war Ike jetzt nur aufgrund der
Drachenkämpfe im Deck. Ne, wir hatten eigentlich auch so dran gehabt. Okay. Wir haben 10 Vorräte. Ah. Neun Vorräte, so ein Alchemist. Setze die Stärke einer Einheit auf die Stärke der Einheit links von ihr. Ah. Das Score. Den hatte ich ziemlich schnell wieder aus dem Deck rausgenommen. Befindet sich diese Einheit auf der Hand, im Deck oder auf dem Schlachtfeld? Kräftige sie um 1, wann immer eine gegnerische oder eine verbündete Karte verschoben wird. Ja, da gab es ja mit ihm, kamen ja ganz viele Einheiten auch dazu, die auch so Verschiebungseffekte hatten und die haben wir auch rausgetan. Das, wenn wir ihn jetzt reinnehmen, müssen wir eigentlich ein Deck aufbauen, das auf ihn auch spezialisiert ist. So macht das gerade wenig Sinn. Ihn einfach so reinzunehmen, finde ich. So ein Alchemist kann natürlich recht stark sein, ja. Da kommen immer einen Alchemisten rein. Und dann sind wir hier fast auf 150. Okay. Wir können natürlich auch mit unseren 5000 Gold jetzt hier entweder unsere Werkstatt ausbauen, beziehungsweise unser Lager ausbauen in der Werkstatt. Oder halt neue Karten craften. Nach jedem Kampf bekommen wir hier 2 Rekruten. Ah, das können wir natürlich machen. Ah, okay. Da haben wir nicht genug Holz für. Ah, jetzt ist Holz Mangelware. Okay, gut. So. Immer noch ein Ausrufezeichen. Na gut. Okay, Lager verlassen. Und wir machen dann... Ja, hier unten weiter. So, einmal mal die Brücke. Ein Brief gefunden. Ideen. Der Weitspee. Eine Linse, durch die Objekte weiter entfernt scheinen. Holoskop. Ein unterirdisches Periskop für den Kartoffelanbau. Doppelpeaks. Eine beidseitige Gabel. Eine beidseitige Gabel? Beropodanix. Schneeschuhe für Pferdehufe, auch als Schläger verwendbar. Gackerleger. Stiefelchen für Hühner. Zumiwurz. Eine von durchsichtigen Wurzelknollen betriebene Lampe. Weitspee, eine Linse, durch die Objekte weiter entfernt scheinen. Ja, okay. Gut. Andersrum findet halt wahrscheinlich dann einen höheren Absatz. Wenn er das andersrum herstellen würde. So. Mewe kniff die Augen zusammen. Am Rande des Abgrunds hatten sich mehrere Dutzend Zwerge versammelt. Alle blickten zu einer Rampe,
auf der ein Fass stand. Was ist das für eine Versammlung? Fragte Mebe. Ist heute Feiertag? Nein, sprach Gabor grimmig. Eine Hinrichtung. Aus dem Fass ragte ein haariger Kopf. Die lange, spitze Nase und die abstehenden Ohren deuteten zweifellos auf einen Gnom hin. Den ersten, den Mebe je gesehen hatte. Hilfe! Helf mir! Schrie der Gnom. Sie wollen mich umbringen, in den Tod stürzen! Halt den Rand! Bellte der Zwerg neben ihm, stopfte den Gnom im nächsten Moment ins Fass und verschloss es mit einem Deckel. Deine Verbrechen, ihr ganzes Gewicht, da passt keine mildere Strafe! Die anderen Zwerge nickten zustimmend. Zwei von ihnen packten das Fass, legten es auf die Seite und hoben es hoch, um es trotz des Hämmerns darin in den Abgrund zu werfen. Oha! Was macht Meva? Ja gut, Meva ist jetzt zu Gast. Der erste Gnom, den Mewe je gesehen hatte. Ja, wenn das deren Gesetzmäßigkeit ist. Nee, Mewe mischt sich jetzt nicht ein. Die Königin stieg auf und lenkte ihre Stute mit den Knien vorwärts. Bald darauf hörten sie einen lauten, klagenden Schrei, das Geräusch von krachendem Holz und dann den Jubel von 100 Zwergen. Und dann Stille. Prunkenklippe. Ah, diese Flugbahn. Eine perfekte Parabel. Oha. Ah, diese Flugbahn. Eine perfekte Parabel. Ja, okay. Ach, ist man immer schlauer. Also alleine wegen des Spruches. Weiß ich nicht. Okay, gut, Leute. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Bis dann. Bye-bye.